I got a call from my friend saying the concert got rained out, and then a dog bit my hand, and I wondered why I'd left the house. I look up at the clock, it's almost 5:30 already, but no, these doldrums aren't gonna get me. Maybe I'll care another day, but today I'm gonna wash my worries away. Maybe I'll care another day, but today everything is a-okay. I'll find a sidewalk, stand in the sunshine, and when the birds talk, they'll say, care another day. If I did the math on the times I've been taken advantage of, it'd fill a bath that's the size of Singapore's aquarium. Yeah, I could dwell on when life has been cruel to me, but I don't thrive on being that boring. So maybe I'll care another day, but today I'm gonna wash my... Ja, hallo, ich grüße euch. Wie man gut sehen konnte, der Kleine hat sich prächtig hier eingelebt. Also ich hatte da auch wirklich keine Bedenken und der ist wirklich hier auch sehr, sehr schnell angekommen. Wie gesagt, Jungtiere sind immer relativ leicht in eine Gruppe zu integrieren. Und hier ist es ja auch immer ein bisschen spannend, weil es eben eine reine Kastratengruppe ist, also eine Böckchengruppe. Und das ist ja immer mal, ich habe immer ein bisschen Angst, dass die kippt. Und ich werde euch auch gleich noch ein paar Bilder zeigen von dem Morgen danach. Da war hier noch nicht besonders sauber gemacht, aber da habe ich ein paar interessante Aufnahmen gemacht, wie doch die Jungs miteinander kommunizieren, ja, ohne Aggression, und wie unterschiedlich jeder dem anderen gegenüber ist. Also zum Beispiel unser Knödel ist doch dominanter dem, unser Krümel ist dominanter dem Knödel entgegen, als zum Beispiel sein Hugo. Ja, Hugo und Krümel, das sind wirklich dicke Freunde, das kann man echt so sagen, das kann ich hier immer wieder beobachten. Und auch bei den anderen Jüngeren untereinander, die gehen unterschiedlich miteinander um, so wie das bei uns Menschen auch ist. Mit dem einen Kollegen kommt man besser zurecht, dem verzeiht man eher was als dem anderen. Ja, so ist das bei den Tieren auch, und sich da ab und zu mal ein bisschen reindenken. Und ja, das hat echt gut geklappt hier. Ja, ich wollte ja heute mal sagen, warum viele Tiere einfach, wie man so schön sagt, faul sind. Ne? Die sind nicht von Haus aus faul. Ja, warum wohl? Ja, ich lasse euch erstmal in Ruhe hier. Ja, ich gehe ja erstmal raus. Ich werde jetzt erstmal rausgehen, ein paar schöne Bilder im Hintergrund, und dann werde ich euch mal meine Meinung dazu sagen, warum ich so oft die Fragen beantworten muss, meine fressen das nicht, meine liegen nur rum, meine gehen nicht in den Schutzraum oder in den Außenbereich. Und die Frage möchte ich heute mal beantworten und halt meine Meinung dazu sagen. Ich hoffe, wir sehen uns noch. Bis gleich. Hi Leute, ich bin Hugo. Hugo, der Herzensbrecher. Ich sag euch, schaltet jetzt ab. Jetzt wird Frankie wieder labern, 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 labern. Verratet mich nicht. Tschüss. Warum verlassen meine Meerschweinchen nicht den Schutzraum? Warum fressen meine Meerschweinchen keine Zweige? Warum fressen sie dies nicht? Warum sind sie faul? Warum, warum? Es gibt eine klare Antwort. Eins vorneweg, es ist meine Meinung, mehr nicht. Ich halte ja immer noch daran fest,
den Meerschweinchen morgens immer als erstes Heu anzubieten. Ja, sie sollten Heu 24 Stunden am Tag zur Verfügung haben, das haben sie. Und trotzdem finde ich es ganz wichtig, am Morgen den Tieren als erstes frisches Heu zu reichen. Ich weiß, ich bin ja schon alt und altmodisch und ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu schreiben, warum es eurer Meinung nach wichtiger ist, den Meerschweinchen morgens als erstes Frischfutter zu geben. Wäre ja mal ein Anreiz. Ich lerne ja auch immer dazu und vielleicht könnt ihr mich ja überzeugen. Aber ich sehe einfach, wenn ich den Meerschweinchen morgens als erstes Heu reiche, dadurch sind sie viel am Knabbern, die Zähne nutzen sich ab, sie schaffen eine gute Grundlage für ihren Magen und ihren Darm, sind danach nicht so empfindlich, wenn sie vielleicht irgendwas fressen, was vielleicht nicht so gesund ist, ja, weil der ganze Magen und Darm schon gut intakt ist. Die Meerschweinchen sind morgens nicht sofort satt. Sie bewegen sich dadurch viel schneller, viel mehr, weil es könnte ja doch noch was Interessantes geben. Das sind meine Gründe erstmal, warum ich es ganz, ganz wichtig finde, dem Meerschweinchen morgens immer frisches, gesundes Heu zu geben. Und Stunden später gebe ich ihnen erst Frischfutter. Sprich Wiese am liebsten, das ist immer das Gesündeste. Aber natürlich gibt es bei mir auch Salate, es gibt Kohl, es gibt auch mal Karotten, es gibt auch mal Obst wie Äpfel. Aber immer erst Stunden später. Und ich kann meine Meerschweinchen sehr gut in den Morgenstunden beobachten, wie sie sich ganz viel bewegen, wie sie noch an den Zweigen rumknabbern, vielleicht da mal ein trockenes Blatt, danach mal was. Meine Meinung ist ja einfach, ich glaube nicht, dass die Meerschweinchen in freier Natur ständigen Zugang zu Frischfutter haben. Es gibt immer magere Jahreszeiten, Meerschweinchen sind Fluchttiere, sie müssen bestimmt mehrere Stunden auch in ihrem Verstecken ausharren. Das brauchen sie hier alles nicht. Hier bekommen viele, viele Meerschweinchen jeden Morgen eine große Schale mit leckeren Gemüsen, Salaten vor die Nase gesetzt. Sie fressen das, sind satt, haben keine Angst. Sie haben keinen Ansporn, irgendwo Futter zu suchen. Sie werden ganz oft immer an dem gleichen Platz gefüttert. Ja. Es gibt ja für die gar keinen Anreiz, sich bewegen zu müssen. Ja, sie müssen keine Angst haben in Gefangenschaft. Sie müssen sich das Futter ja nicht erarbeiten, weil es liegt ja vor der Nase. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Grund, warum viele Meerschweinchen überhaupt nicht ihren Schutzraum verlassen oder sich wenig bewegen oder wenig auf die Häuser klettern. Dann glaube ich auch noch, ist ein großer Punkt, dass sie ganz oft immer an der gleichen Stelle gefüttert werden. Es wird einfach die große Schale dahingestellt, mit allem drum und dran. Warum? Warum legt man nicht einfach ein kleines Tomatenstückchen aufs Häuschen, ein Zucchini-Stückchen direkt vor die Nase, was vielleicht gar nicht so beliebt ist? Man verteilt das einfach alles. Ja, auch ich, wenn ich Wiese hole, ich verteile das im ganzen Gehege und ich kann immer wieder beobachten, dass es Meerschweinchen gibt, die erstmal alles ablaufen. Weil sie haben ja irgendwann mal mitgekriegt, da oben war ja das Leckere und da unten lag ja das zum Sattfressen. Ja, die lernen das ja auch. Und schon sind sie in Bewegung. Ja, sie schauen einfach mal da, mal da, mal da, ob es nicht irgendwo was Leckeres gibt. Und schon damit sind sie viel mehr in Bewegung. Dann kommt noch dazu, ich füttere meine Meerschweinchen nicht ständig zur gleichen Zeit. Auch bei mir gibt es auch nicht ständig die gleiche Menge. Ich bekomme auch nicht jedes Wochenende Schweinebraten mit grünen Bohnen. Ja, auch wenn ich das gerne hätte. Das bekomme ich halt auch einfach nicht. Und so sollten wir es mit den Tieren auch machen. Nicht jeden Tag nur ihr Lieblingsfutter vor die Nase stellen. Kein Tier in der freien Natur kann
kann nur sein Lieblingsfutter zu sich nehmen. Und wir Menschen natürlich auch nicht. Obwohl, in der Gesellschaft klappt es ja schon fast. Nein, aber das sind alles so Gedankengänge, nur mal zum Überlegen, zum Nachdenken, woran es wohl liegen kann, warum unsere Meerschweinchen einfach so träge sind. Oder? Dran denken, es ist nur meine Meinung, aber ich sehe es ja an den Tieren, sie sind wirklich sehr viel unterwegs, sie sind sehr agil, meine Gruppe. Ich habe immer was zu sehen, zu beobachten. Dadurch sind die Tiere für mich ja auch viel spannender. Und deshalb gebe ich die Tiere auch nicht so schnell ab. Das ist ja der nächste Schritt. Ja, okay. aber bevor ich das Video jetzt beende, wollte ich nochmal mich bedanken, dass so viel Bewegung im letzten Video war, so viele Kommentare, was ja auch den Namen betraf von den Kleinen. Das fand ich erstmal total toll. Manche haben es ganz ernst genommen, manche haben es mit einem Lächeln genommen. Das ist alles egal. Toll war, dass wir darüber philosophiert haben, über den Namen. Und ich habe ja nun erstmal mitbekommen, der Kleine ist ja der einzige Ungewollte in der Gruppe. Die Jungsgruppe besteht ja wirklich alles aus Wunschmeerschweinchen, beziehungsweise aus Meerschweinchen, die bei mir geboren wurden, sogar alle. Den einen oder anderen hätte ich vielleicht damals vermittelt, habe ich dann gesagt, ach, muss nicht sein. Dadurch ist er hier geblieben, aber ich würde schon sagen, es waren alles Wunschmeerschweinchen. Und der Kleine ist der Einzige, tja, der zum Anfang verloren hatte. Er ist ja bei Frau Lampe geboren. Seine Mutti war ein Fall von den Animing Hoarding. Seine Mutti ist übrigens eine kleine, braune, glatthaar, kurzes Fell. Und er wird ein Wuschel und er wird wirklich langes Fell bekommen. Das wird eine neue Challenge für mich werden. Ich muss wieder mal Haare schneiden lernen. Aber jedenfalls soll er in dieser Gruppe für alle ungewollten kleinen Meerschweinchenböcke stehen. Als Symbol. Was es doch für tolle Meerschweinchen gibt. Und wo wir geboren werden, ist einfach nur Glück. Aber an dem Tag, wo und wann wir geboren werden, haben wir entweder verloren oder gewonnen. Das ist bei uns Menschen so und das ist bei den Tieren auch so. Und der Kleine soll als Symbol stehen. Und deshalb soll er jetzt auch einen ganz ausgefallenen Namen bekommen, der sich eigentlich durch eure vielen Ideen und Kommentare zusammengestellt hat. Er soll einfach Ludwig Locke von Flockhausen heißen. Er soll immer etwas Besonderes hier in der Meerschweinchengruppe stehen. Für die ganzen vielen Ungewollten. Das setze ich hier einfach so mal in den Raum. Und ich finde das einfach eine coole Idee. Und ja, und damit möchte ich das Video beenden und mich auch bei euch verabschieden. Wie immer mit den Worten, liebe Grüße, euer Frank. Ciao.